My dear boy, look at you. You look unfed. How are you to find yourself a wife when you look like this? Nobody wants a pony yes, husband. Klar. Take this loaf of bread, fresh out of my oven. Thank you, Babushka. Travel well, my dear. Okay, dann guck ich mich vielleicht nochmal im Dörfchen um. Jetzt habe ich noch so eine Quest hier offen. Also ich muss auf jeden Fall mal reparieren. Durch die eisigen Höhen, Asche. Okay. Also das sind eigentlich immer sehr überschaubare Anzahl an Quests. Und hier haben wir jetzt auch erstmal nichts zu holen. Dann schaue ich doch nochmal ganz kurz. Oh nein. Brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Da gehen wir doch mal lieber in unsere Hütte. Gucken wir, ob wir noch reparieren können. Also. Einmal. Achso, den kann ich nicht reparieren. Na, schade. Das geht. Das nicht. Und den Amboss haben wir nicht genug Kohle, ne? Ja. Heilige Maria, Mutter Gottes, 1000 Kopeten. Die werde ich ja nie in dem Spiel zusammenkratzen können. Ja, gut. Dann machen wir doch noch schnell die Nebenquest, würde ich sagen. Die haben wir ja noch auf jeden Fall. Was denn eigentlich hier mit unserem kleinen Kinderl? Just in time! I finished crafting a few talismans. I finished telling objects to help. The monsters won't stand a chance if you use these. Since you insisted on me asking you for something in return, how about 30 Kopecks each? Das funktioniert ja gar nicht. One didn't work. Maybe you'd have better luck making something less challenging. That is not true, Mr. Blacksmith. I used them. They work. All of them. Maybe there's something wrong with how you tried to use them. Maybe you're the cause. Maybe an evil witch cursed you. Or maybe you need more talismans. Big Mister must buy all, and Big Mister must wear all. The monsters won't stand a chance if you use these. Since you insisted on me asking you for something in return, how about... Na komm, wir probieren das mal. Vielleicht brauche ich ja wirklich die alle drei. Here you go. It will serve you well in your many adventures. Ding, das Bumm macht. Hat er noch eins? I have more, Mr. Blacksmith. The monsters won't stand a chance if you... Also komm, eins kaufen wir noch. Here you go. It will serve you well in your many adventures. Ding, das andere Dinge kontrolliert. Okay, dann machen wir doch mal hier eine Ausprobierrunde. Ding, das Energie speichert, halt, dann machen wir die erstmal weg hier. Das sieht aus wie ein Controller. Ja, okay, Ding, das andere Dinge kontrolliert. Und Ding, das Bumm macht. Im Herzen ein Kind. Jetzt haben wir so viel Vorstellungskraft, jetzt kann das ja gar nicht mehr schief gehen. Ivan seems troubled. Where is he going now? Ja, genau, dann den müssen wir hier mal aufsuchen, da. Den komischen Donovai, irgendwie sowas. Diesen Hausgeist jedenfalls, der im Ofen haust und dem es offensichtlich nie zu warm werden kann. Das muss eine sehr große Welt sein. Huch. Wo ist denn der Vogel? Da ist der Vogel. Der Verstärkung holt der Vogel.
Irgendwo, ah, da oben ist noch irgendwo was. Moment mal, was bist denn du? Krötenkämpferich oder was hier? Jedenfalls hinterlässt du mir eine Kiste. Das ist doch mal sehr nett. Inside the oven. Na, wer bist du denn? What's wrong? There's much grief in my heart, stranger. I was soon to be wed. And look at me now. Alone. Even my flowers have withered away. Ich kann euch neue Blumen besorgen. I could bring you new ones if it cheers you up. Would you, a stranger, do that? Na klar, nichts leichter als das. So sweet. And if they are true, bring me the most beautiful flower you find. Ach ja, die schönste auch noch. Ja, gar keine Ansprüche hier, ja. Sorrow would bring such joy to my heart. Das ist wohl die schönste. Rote Blume? Hm. Moment mal, vielleicht reicht es ja schon. Yes. Hör mal, eine rote Blume. The flower most red is what I have for you. Red is for passion. Yes. And blood. What? Time to trade my tears for your blood. Ups. Wo ist sie? Da ist sie. Was spritzt sie denn da so? War wohl nicht die richtige Blume, ne? Umarmen. Na komm. All I wanted was a hug. You can go now. Thank you. Take this and use it when all odds are against you. Goodbye. Ach, das wird wieder so ein Ding sein, nehme ich an, was man einsetzen kann, wenn man hier einmal komplett verliert. Nehme ich stark mal an. Ob sie noch mehr Blumen gegeben hat? Oh, da ist noch mehr Blumen hier, ne? Eine weiße Blume. Hm. Ich hätte tatsächlich auf meine Intuition meine allererste hören sollen, mal weitergehen sollen, weil wo eine Blume ist, ist häufig dann eben auch noch eine zweite. Und eine dritte und eine vierte. In allen möglichen tollen Farben. A time-worn altar barely holding together. Dedicated to Perun, God of Lightning. Some offerings are lying on a stone plate. Wollen wir auch was opfern sollen? Na komm, ein Brot. The altar accepted my offering. I hear thunder somewhere. The altar is now silent. The altar is now silent. Blutet ihr Schweine! Kann es sein, dass das diese drei Glücksteile sind, die da jetzt dieses Bluten hinterlassen? Weil ich kann mich irgendwie nicht ganz erinnern, dass der Hammer das gemacht hat.
Wie sich alle ducken, hey. Komm her da, auf. Was finden wir denn hier noch? Ah, halt, da glitzert noch was. Ein Glitzer-Glitzer-Dings. Und da ist noch ein Amboss. Ja, ich lasse es, glaube ich, mal, ne? Ich hoffe, dass mir das Spiel irgendwann einfach sagt hier, dass der Hammer gleich kaputt geht. Kein Brot. Warte. Quite the nosy kind, stranger. That urn does not belong to you. You're absolutely right. I'm going to take it to its rightful owner. What? No. I do not want to have anything to do with him anymore. He's as hard-working as a bear during winter. Besides, he's never truly appreciated what I do. How about we strike a deal? Return to him with another urn. In exchange, I will bestow upon you a blessing of speed, and you will be as spry as a fox in it. Ja, das kann man ja auch gerne machen. A fair trade. We have ourselves a deal. I knew we could come to an agreement. Wieso bin ich denn da jetzt hier? Warum bin ich jetzt egoistisch? Ich helfe doch dem Geist. Mann. Na gut, na wenigstens laufen wir jetzt ein bisschen zügiger. Oh. Okay, wenigstens das Bluten hier hilft ein bisschen, ja. Wo kommt er wieder? Da. Das Bluten hilft mir, glaube ich, da so ein bisschen zu gucken, wo der kommt, ne? Ja. Oh nein, der Hammer ist kaputt. Moment, wir brauchen was anderes. Erstmal brauchen wir aber auch ein bisschen was zum Essen. Wow, wow, die explodieren ja alle. Hoppala. Jetzt habe ich ganz kurz den Fokus verloren, wo ich bin. Was warst du denn jetzt für ein Viech? Stop. Stab me, please. I want to live. Ja, um mich vorher angreifen, ja? I will let you go this time. Thank you. Take this and use it when in need. Okay, das ist auch wieder so ein ich sterbe und einmal Escape Karte. Bin mir ziemlich sicher. Achso, da geht's raus. Moment. Ja stimmt, die Hauptquests haben wir ja abgeschlossen. Aber der Erfahrungsbalken ist noch nicht voll. Darum muss ich mich, oder sollte ich mich hier noch ein bisschen umschauen, um dann noch so einen kleinen Perk mitzunehmen? For a reward, young blacksmith. What does man love more than life? Fear more than death or mortal strife? What do the poor have but the rich require? And what contented men desire? What does the hoarder spend, the wasteful save, and all men carry to their grave?
Also Glück wolle ja nicht nichts. Ja, nichts, oder? Nothing. Nothing it is. Bless your thoughts, Blacksmith. We might meet again. Sehr gut. Mit der Bauernschleue wieder mal gewonnen hier. Was hat der jetzt hier für eine Maske auf? Wir brauchen hier mal ein Brot. Ah ja, doch, der übernimmt. Ah, das ist, wenn wir den übernommen haben. Das ist dann dieser Controller da. Sehr gut. Mit na holla holla holla. Den soll ich vielleicht als erstes mal wegmachen, ne? Moment. Wir brauchen den nächsten Ersatzhammer, den glücklichen. Hä? Wie weit fliegt denn der bitte schön? Oh. Da hatte ich einen Hitpoint. War das jetzt wegen dem Glücklichen, oder? Okay, jetzt haben wir zumindest mal den Balken da voll. Den weißen. Da ist noch ein Ofen und dann sind wir hier, glaube ich, durch. Dann machen wir noch einen anderen. A stone oven sits here. Old, but repaired. There's nothing inside the oven now. Dann gehe ich nochmal zu dem anderen Ofen und guck mal, ob da noch vielleicht ein Brot drin ist. Und derweil loote ich mal wieder Sachen, die ich habe liegen lassen. Der müsste nämlich hier dann eigentlich hier oben noch sein. Achso, das ist nun. Ah, eine Kiste. Kupfererz haben wir da auch wieder bekommen. Schön. Dann haben wir das Level hier, denke ich, durch. Und bringen jetzt zu dem Kollegen seine tolle werte Asche. Evan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Die Berührung mit der Kettengabel stößt Feinde zurück. Kettengabel zieht dich nicht zu großen Feinden hin, sondern lässt sie bluten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Mein Fleisch ist rein. Plus eins Körper. Wir nehmen halt mal das so. Dann müssen wir jetzt mal zurück ins Dorf. Ja. Liko sucht nach dir. Wer ist Liko? Ich hoffe, das ist der Questgeber. Any sign of my beloved Domovoy? You must have left in a hurry. The urn was on your doorstep. Oh, wonderful blacksmith. Hang on, this urn is empty. Moment. Merkwürdig, sie war doch dort. Strange. Last I checked, it was there. Ah, but 'tis my urn, and you went to all that trouble. I insist you take these kopecks. Take care. Dankeschön. Ja, das ist zwar deinen komischen Geist nicht, aber wir haben Kohle bekommen. Sehr schön. Und Tee kann er auch. Aber wer ist denn Liko?
Der Hund ist nicht Liko, oder? Ups, halt. Komm, wir wollen ihn nochmal streicheln. Braves Hundi. Wer ist Liko? Ich habe keine Ahnung, wer Liko ist. Aber dann würde ich sagen, ist mal wieder Zeit für eine kleine Pause. Beim nächsten Mal geht es noch weiter. Da suchen wir dann die Holde Maid für unseren Zaren. Und dann werden wir sicherlich noch viele andere Kloppereien und viele aufregende Abenteuer erleben. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet und dabei seid. Dann machen wir doch beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.